Jo Freunde, willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es mal eine kleine Review und zwar zu Get Sharky von Christoph Boren. Und hier sind die Karten, die ihr bei diesem Karteneffekt bekommt. Und zwar handelt es sich hierbei um Phoenix-Karten. So sehen die ganzen hier eben aus. Man kann sie so normal ausfächern und normal wie Spielkarten behandeln. Da muss man jetzt keine große Rücksicht drauf nehmen. Was kann man noch zu den Karten sagen? Sie verhalten sich im Grunde wie normale Spielkarten. Ich finde, man kann mit ihnen jetzt keinen so einen schönen Fächer machen. Also es geht so, ja. Gab schon Besseres. So sehen die Karten aus vom Rückendesign, das müsstet ihr erkennen. Und von vorne sehen die Karten eben ganz normal aus, haben ganz normale Gesichter und so weiter und so fort. Wie funktioniert der Trick an sich? Das ist ganz einfach. Ihr haltet die Karten in einer Hand und lasst den Zuschauer die Karten an einer bestimmten Stelle öffnen. Zum Beispiel jetzt an dieser hier. Der soll sich die Karte übrigens einprägen. Gut, dann gebt ihr dem Zuschauer die Karten in die Hand. Er breitet die Karten aus oder sucht einfach nach seiner Karte. In unserem Fall war das gerade die 7 Kreuz. Er sucht nach der Karte. Hier ist übrigens die 7 Pik, nicht die 7 Kreuz. Aber er wird die 7 Kreuz nicht finden. Ja, denn die 7 Kreuz haben wir hier drüben. Die ist jetzt hinübergesprungen in meine Hosentasche. Ich verlinke euch den Original-Trailer zu diesem zu dem Trick übrigens in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mal reinschauen, wenn ich das jetzt zu schnell ging. Ja, gut, meine Eindrücke zu diesem Trick sind, der Trick ist auf jeden Fall teuer. Mit 75 Euro, die ihr zahlen müsst für dieses Kartendeck. Ihr könnt natürlich damit richtig coole Effekte erzielen und die Zuschauer werden diesen Trick lieben. Allerdings müsst ihr bedenken, dass ihr, je nachdem, ob ihr noch andere Tricks vorführen möchtet oder nicht, dieses Deck austauschen müsst. Denn ihr könnt zwar mit diesem Deck noch andere Tricks vorführen, allerdings müsst ihr bedenken, dass dieses Kartendeck ein spezielles Kartendeck ist. Das heißt, der Zuschauer kann zwar einzelne Karten nehmen, allerdings kann es passieren, dass er dabei das Gimmick entdeckt in diesen Karten und eben auch hinter das Geheimnis kommt von diesem Trick. Daher solltet ihr das Kartendeck entweder austauschen oder diese Routine als letztes Kunststück in eurer Vorstellung bringen, je nachdem. Noch was, dieser Trick ist wie schon gesagt ziemlich teuer, das müsst ihr für euch selber entscheiden, ob es euch das wert ist. Ich für meine Meinung nach muss sagen, es ist etwas zu teuer. Mein Tipp an dieser Stelle für euch, schaut mal bei eBay rein, ob man diesen Effekt nicht auch günstiger findet, denn manche Leute verkaufen den auch öfter mal auf eBay, da werdet ihr ab und zu fündig. Und ob es einem das wert ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich für meinen Teil finde, er ist nicht angemessen, denn der Preis ist dem Ganzen nicht angemessen, denn ihr müsst bedenken, ihr könnt damit nur einen einzigen Trick vollführen. Das ist leider nicht gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Ansonsten, die Karten haben eine sehr gute Qualität, da kann man gar nicht meckern. Und übrigens, was ihr noch bekommt, in dem Lieferumfang, ihr bekommt hier das Kartenspiel. Diese Gimmick-Karten und dann bekommt ihr noch so eine so ein Blatt, Handbuch, wie auch immer, mit ein paar Infos und der Trickanleitung. Ja, genau, das wäre es auch schon soweit. Lasst mich wissen, wie ihr diese Review hier fandet. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Und ansonsten schreibt mir noch rein, was ihr sonst gerne sehen möchtet. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr noch
Fragen habt oder sonstiges zu diesem Trick, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare und ich versuche dann alle Antworten, alle Fragen zu beantworten. Jo, ansonsten war's das und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute, und ciao.